Was mit Cheshire jetzt? Hallo? Ja. Jetzt Frage. Oh, also jetzt ernsthaft? Jetzt mal ohne zu trollen on stream auch und mich irgendwie schlecht darstellen zu lassen. Oh, ich finde einfach, ja, weil ernst. Alex schon meinte, ich habe ja also mit beiden Seiten geredet, so Alex findet einfach, dass ihr scheiße als Duo zusammenspielt. Okay, und, danke! Und ich finde einfach so, dass das einfach mal erstmal jetzt gut ist. So, ihr habt Global zusammengespielt und jetzt ist eh, das ist jetzt eh egal. Es gibt jetzt erstmal keinen so FNCS. Und so, er kann sich ja, ihr könnt euch ja so beide ein bisschen ausfallen. Aber hat er dir gesagt, was ich geschrieben habe? Nein. Und ich habe geschrieben, dass ich die OG-Season wieder spielen will. Er schreibt, besser ist, ich glaube, wir sollten gar nicht mehr spielen. Warte mal, trennt ihr euch gerade voneinander? Haben die ja, schon. Wie, du spielst mit Chap? Ja, sag mal, wegen dieser Scheiße. Ich muss nachher einstellen, clean ist. Had a good run, Amata. It was a good run. Was seid ihr denn für welche jetzt? Bro, Amar, ich will gewinnen, Bro. In was willst du gewinnen? In Cash Cups, überall, was ich spiele. Ich will mir nicht Druck machen, wenn ich online komme. Oh, heute wird's hart, in Cash Cup zu callen. Ich will der beste Spieler sein, Digga. Also ich sage, ich finde es valid. Es ist auch valid, Bro. Es ist auch besser für beide. Aber auch nur, weil es von beiden Seiten mäßig so kam. Ja, die Leute, ich habe ihn ja nicht gedroppt oder so. Es war legit ein mutuals Bit vom Dinger. Kiriachi? Warte mal, ihr trennt euch? Oh. Ich fass ja, mal. Ey, also nur für die letzten Cash Cups jetzt, I guess. Bro, Chat, es war legit zwischen uns ein Split, Bro. Ihr tut so, als hätte ich irgendwie geschrieben, yo, ich droppe dich. Spielst du echt mit Alex? Nein. Kriegst du ohne, ich dachte echt, du spielst mit ihm. So. Er hatte mich so gefragt, so, also so komisch. Ja, warte mal. Dann wärst du ihm noch Finals. Ja, Mars gerade wirklich sprachlos, mit seiner Glatze sitzt er da, Digga. Trio, ja, ich guess, wir spielen Trio noch mit Janus zusammen, Chat. Wir werden sehen, aber. Ich Alter, schon. Jetzt auch noch Drop für Trio, Digga, das wusste ich nicht. Irgendwie. Hey, warte mal. Du droppst jetzt gerade Vadial spielen? Auch für Trios. Nein. Das heißt, du, Chat. Nein, und ich habe Janus. Ihn nicht gedroppt. Nein, ich spiele ach, mit Vadial Trio. Trio, ich weiß nur nicht, wie es für Vadial aussieht, weil er schreibt, dass er nicht mehr spielen will. Er schreibt mir, ich glaube, wir sollten gar nicht mehr spielen. Alter. Das ist ja nicht so, als dann ich irgendwie geschrieben habe, so, yo, Bro, ich dropp dich für alles. Also, du droppst ihn jetzt gerade für Trios und für Duos. Amar, halt die Fresse. Geistesgestört, meine lieben Freunde. Und damit würde ich sagen, hallo, dazu kommen. Meine Söhne trennen sich und nicht einvernehmlich tatsächlich, sondern Reason, dieser Mann, den ihr da gerade seht, der droppt einfach meinen anderen Sohn. Obwohl er der jüngere Sohn ist, ist geistesgestört. Er schiebt ihn einfach ab. Okay, und jetzt stelle ich dir eine ehrliche Frage und das stelle ich jetzt auch an den Chat. Ja. Und ich will, dass ihr zu 100% ehrlich beantwortet, ohne zu trollen. Wenn wir in einen Cash Cup Final reingehen, okay, hört mir zu, wenn wir in einen Cash Cup Final reingehen, dachtet ihr, die letzten 10 Cash Cup Finals, dass wir gewinnen? Nein. Und jeder, der jetzt Ja schreibt, ist dumm. Okay, ich löse den Bait von mir mal auf. Ist ein Valid Call. Du bist von mir abgesegnet. Dankeschön. Ich hab jetzt die ganze Zeit extra nur Fitner gestiftet. Das ist absolut alles ein Valid Call. Also ich stimme dir komplett überein. Weil das Ding ist halt, also cool. So ein Refresh kann ich komplett verstehen. Das ist vielleicht sogar für euch beide sogar gerade gut. Einfach. Ja, und ich glaube, dass es ein guter Wake-up-Call für Alex ist. Ich habe auch mit Rest drüber gesprochen. Ja. Und Rest hat gesagt, dass es einfach wahrscheinlich ein guter Wake-up-Call für Alex ist. Weil ich will einfach zu 100%, ich will nächstes Jahr, egal ob es mit Janis und Vadial oder Vadial und jemand anderen oder Janis und jemand anderen, ich will zu 100% ein FNCS gewinnen und will einfach so. Dieses Jahr war ich schon sehr gut, aber hätte ich diesen Spark noch in Cash Cups, den ich in Grants habe, dann wäre ich sehr zufrieden, aber den hatte ich halt nicht. Ja. Das will ich ändern. Ich will einfach so, ich will hier auch nicht sitzen und eine Viewing Party gerade machen. Ich würde gerade viel lieber spielen. Haben wir hier noch mal welche? Ja. Ja, okay, ich glaube, es ist Teenie, es ist gar nicht Chap. Es ist wirklich, glaube ich, Teenie. Reason, du hast den falschen Duo-Mate geholt. Digga, Tini ist der beste Spieler der Welt, Alter, oder so, glaube ich. Ja, Chico hat einfach das beste Internet. Ja, Chico cheatet halt. 7 Kills. Oh, doch nicht. Oh, Chico und Tudex sind besser, krass. Chico mit Tudex sind besser. Ah, Chico ist halt der beste Spieler, ne? Ja, und Tudex ist doch jetzt auch ein bisschen alt, oder nicht? Also, Chico ist auf jeden Fall 10-mal Tudex. Der Chico hat das beste Aim, legit. Krank. Bro, ich hatte Chico ja gar nicht so auf dem Zettel dann. Hat der nicht mit Aqua sogar damals mal gespielt? Was? Nee, ne? Guck mal hier, Pinguk. Guck mal hier, Pinguk. Unlucky. Der wieder unscharf, perfekt. An die Wuka X2DA auf Twitter. Echt? Keine Ahnung. Ja, okay, das sind die besten Spieler.
11 Kills! Ja, Chico und Tolex haben auch gut geplaced bei Globals Chat. Darf Chico aber auch nicht so eine Waffe geben, das zu und ja. Das ist schon krank. Ja. Also die Aug mit Thermal, die rasiert ja alles bei ihm weg. Guck mal, jetzt stehen die Controller-Spieler auf No Ground. Der Kumpel-Controller-Spieler wieder, Digga. Wollen eigentlich noch mehr Leute mehr als mitspielen? Guck mal, er weiß ganz genau. Bob! Ah, Splash da hinten. Oh, guck mal, wie viele Kills sie machen. 2v2v1. Achse, Force und Fast, okay. Ja, okay, Tini. Braindead, Controller-Spieler, jumpt einfach runter. Ich aus dem Rookie, aber zweiter dann, ne? GG's. Ist ein GG-Chat. Ist ein GG. Fast Rookie in der Zone. Ja, GG's. Ich hab 15 Kill-Win, ja. 15 Kill-Win in so einer Lobby? Das ist ja mal entspannt. Lenny? Die Opens, die NA-Opens, die ich geholt habe, hast du nicht so 16.000 Damage oder 3 Damage-Fläche oder so? Ich hatte! Nein, ich suche jetzt die Stats raus. Oh mein Gott. Ich hatte 15.000 Damage und ein 3er Damage Ratio. Ich hab's mir gemerkt. Ey, die fallen Stats, die sollen in dein Ari rein, du. Das ist so geil. Grippy, jedes Mal. Grippy, du hättest einfach dein Maul mir gegenüber halten sollen. Und guck mal, was jetzt passiert ist. Jetzt wirst du komplett diffamiert. Die nächste Runde. Ja. Alex plays jedes Turnier ohne dich. Ja, ja. Erster Platz, Solo Cash Cup, du Sohn, hä? Was willst du jetzt, du kleiner Sohn? Wo warst du? Du hast kein. Ich habe mehr Solo Cash Cup Earnings in einer Season als du overall Earnings dieses Jahr, du Stück Scheiße! Okay, stimmt nicht! Du Huhn, nein! Okay, guck nach! Guck nach! Oh mein Gott! Ohne NA! Ohne NA! Ohne NA! Ohne NA! Ohne NA! Komm jetzt, du Komm jetzt! Okay, wie viele Was jetzt? Hast du über 30? Ich hatte letzte Season 9 Wins! 9 Wins! Das sind nicht über 30 Solo Cash Cup Wins. Was? Das sind nicht über 30 Solo Cash Cup Wins. Bro, du hast 1000 Wins! Ja, safe! Okay. Also, ich hab allein auf NA schon 2k gemacht oder so. Ja, NA! Du wurdest von Alex und mir gecarried! Auf meinem Konto, ja oder nein? Mama, tut mir leid, wenn ich zu laut bin. Kenny ist ein richtiges Opfer! Ja! Und grüß deine Mutter! Oh, geil. Grüße an Christine von Kenny, bitte. Oder ist Tini dein Tini? Ich bin sogar 200%, ich bin ehrlich. Er braucht das Medkit, er braucht Medkit. Ich bin sicher, dass das Tini, Digga. Nein! Alter, oh mein Gott. Felix ist tot geklippt. Und Jaco? Ach man, ich kann das nicht. Okay, die Diskussion geht gleich weiter. Oh, ich glaube, ich glaub, Chico ist noch alive. Auf Logan. Ich komm wieder. Wir hätten nicht vereigen sollen. Egal, good game. Als ob Fico sowas sagt, hä? Oh. Digga, Chat, das sind die besten Freunde oder sowas. Spaß, Bro. Das ist Spaß bei denen. Oh mein Gott! Der geht immer durch alle durch. Ja. Die spielen auch beide einfach noch die alte Pump, ne? Die ist auch krank, behindert OP. Die ist eh am besten. Ja, ich sag, die 3 Schuss macht auf 50 Meter auch noch 80 Schaden. Oh. Und ja, wieder die ist aber Pump ist so krass. Und die haben die Runde gewonnen. Kann ja gar nicht sein, Digga. Direkt erster Chat Cup ohne Chat direkt gewonnen. Na, die werden close, so 200 Punkte Abstand. Was? Chat, was sagst du dazu? Ja, bist wieder mute. Also, ist ja gar nichts. Nein, der Sieg gleich wieder. Pass auf. Ich sag gar nichts. Aber es wäre halt echt nicht mal. Also, ich dachte wirklich bei meinem Chat, das ist cool, ne? Auch wenn ihr das hasst. Moment, ich könnte nicht Büro, ich könnte nicht für Englisch stehen. Das ist gar nicht wahr. Oh, warte mal, da ist jemand out of zone. Warum nicht? Oh, es macht leider keinen Spaß. Okay. Dann noch die Stimmung, weißt du, ist tot. Ja. Ey, warum ist Chico mit der Auge einfach der beste Spieler der Welt oder so? Oder das beste. Oh, Chico ist mit jeder Waffe der beste Spieler der Welt. Du musst überlegen, er spielt jeden Tag 5 Stunden A-Maps. Ehrlich jetzt. Gib ihm eine graue Pistole, der holt mehr Search als 99% aus der ganzen Lobby. Top, was war der bei Search holen? Erster mit der Piste. Und das, obwohl er ein paar Runden auf so 7 Kisten gelandet ist oder so, nur die Hälfte vom Loot bekommen hat. Okay. Wie fährt der? 9,5, oder? Und dritter Platz hat so 4,5 gehabt. Zweiter war Thomas, halt der mit 7k oder so. Ja, genau. Und dritter hatte so 4,5 oder so. Also halt doppelt so viel wie hatte der dritte. Hatte nicht Peter über 10k am ersten Tag? Ja, aber mit der AUG. Mit der AUG. Achso. Ja, mit allem zusammen. Er hatte, Chicho hatte nur mit der Piste. Er hatte nur mit der Piste 10k. Achso, okay. Oh, also Chicho, der zweite war Spieler. Er muss ein bisschen doppelt gewonnen, hä? Mann! Oh, also das. Warum regst du dich auf, Chap? Ich leg kein Auge. Nein, er legt dir kein Auge. Er legt dir kein Auge. Oh mein Gott, Digga, Tini! 100% von du!
Nein, er ist der beste Spieler. Digga, ich hab früher immer gesagt, er cheatet, ne? Jetzt und wieder ein 9-Kill-Win. Es ist schon wieder geistgestört. GG's. Ist ein GG. Gegner kann ihn nicht mal treffen. GG's. Ja, 9-Kill-Win. Guck mal kurz rein. Die auch natürlich, ne? Deswegen gesagt, die haben nicht mal viel Abstand. Also, die haben viel Abstand, 60. Aber irgendwie. Und das schon viel, dafür sind 2 Punkte für Kill nur. Kompletter Win. Das ist schon viel. Das ist so 5 Kills Dritter und Tini macht 0 Punkte und die anderen. Ja, ja, Bro. Welche Welt wird der 0 Punkte machen, wenn er jede Runde Vorkast hat? Ja, stimmt, ehrlich. Durchschnittliche Elim 10, Digga, gehen wir auf deinen Games? Ah, okay. Alter, Bro. Chico und muss hatten, tot die guten Frags holen. Die hatten zwei Games den Coin. Und ja, ja. Felix Downfall oder was? Was ist denn da los? Guck mal hier, Felix und Dings. Was passiert da, Bro? Kein Win bis jetzt, Downfall. Ja, ja, ja. Das Ding ist, ich hab nicht so Bock zu spielen heute, Digga. Vierter Platz, der Bruch. Vierter Platz bringt gar nichts. Ja. Ist gerade so letzter. Warte. Ja, komm auf den letzten Platz. Bestimmt wieder irgendwelche Deutschen, ja. Ja, es sind immer irgendwelche cool. Deutschen. Boah, also, Chat, ich glaube, Chico ist der beste Spieler der Welt gerade. Bro, Chico ist wirklich der beste Spieler. Ich sag, Tini ist der beste Controller-Spieler der Welt. Bro. Ja, ich sag. Das sowieso, Bro. Kompliziert fürs Final, Digga. Das finde ich krass. Die hatten nach 8 Runden 190 Punkte oder so. Ja, nur Back-to-Back 30 haben wir gemacht. Ja. Da hab ich die ausgedacht und dann bin ich nicht weiter bei Digga, Tini muss da wirklich mit seinem PS4-Controller hängen und also, das ist ja Wahnsinn. Das ist krank. Also, Tini ist halt der beste Spieler der Welt anscheinend. Ich hätte dann eh nicht geholt, wieder 56er geworden oder so. War wieder klar. Aber diesmal nicht zu 32 Cheater, die gemacht haben, vielleicht. So, 600 Mets, 800 Mets. Tini, drop ihn deine Boah, Mets! Guck mal, Chico, das war Champ Kunden, du. Ich kann mich niemals von einem Controller-Spieler liegen lassen, ne? Das geht nicht. Kammer. Ja, trotzdem, das. Denkt ihr, die gewinnen die Runde? Boah. Ja. Ich sag, das ist so ein Top 5-Game. Hat Tini mit dir mal 3 Wins gemacht? Was? Auf jeden Fall nicht. Hat Tini mit dir mal 3 Wins gemacht? Nee, 2 Boah, und so ein guter Headbutt. Er sind so am Glaze. Ja, oh! Nice. Chico. Jetzt hol ich den nächsten Light, warte. Einfach chillig die Metallwand placen. Smart. Ja, richtig. Danke, Chini hat Brain Lag. Steht da erstmal 3 Minuten rum, das macht Kelly auch immer, wenn man eigentlich immer. Dann kann ich Stopper da immer. Ey, was laut. Digga, wie kann der in deren Scheißbox sein? Oh, krank, Bro. Chico mit 4 Kills? Das ist hier wirklich so ein Zusammenspiel. Chico ist der beste Fragger und Tini bringt ihn halt in die Situation. Ne? Das ist halt krank. Ja. Das Zusammenspiel ist crazy. Dieser Headbomb so krass gewesen. Passt doch einfach so gut zusammen. Ja. Guck mal, perfekte Tabs von Tini wieder. Aber die spielen doch erst seit einer Woche, oder? Wall und oh mein Gott, Tini ist gerade. Aber egal, das ist Chico. Chico. Es ist Chico und du willst jetzt sehen, was Chico macht. Ja, mit 5 Medkits auch noch. Ach du heilige Scheiße. Ja. Hey, jetzt wird Guck mal, Jeff hat schon wieder irgendwas nachgeschaut und redet jetzt so. Ja, ja. Alter, Alter. Wie gut sind die Tarn von ihm? Oh. Ja, das ist aber fein, das ist fein. Das alles ist ja so spielen, ist smart. Okay. Bro, das ist ein Top-5-Game, locker. Glaubt ihr, Jeff hätte sowas gemacht? Ich sag, Chad wäre mit 5 Medkits gestorben. Aber Chico und Trudex können das irgendwie, die haben das gelernt. So Medkits-Plays mal erst im Moving. Oh nein. Oh. Ja, okay. Storm 6, dafür kann er nichts. Das ist nicht seine Schuld. Das ist nicht seine Schuld. Top 6. Es wäre halt ein Top 2 oder Top 3 gewesen, wenn kein Storm 6 haben. Ju, let's go, das erste Mal Endgame und ich krieg auch von Tod, du Schütter. Okay, krass. Gute Nacht, der. Oh mein Gott. Wow. Oh, also, nice. Immer welcher Folge spielt er nicht? Kein Netz mehr. Viel Spaß, Chris. Du musst gleich einen Stream aufmachen. Ah, dann Prime 5. Was muss ich gleich aufmachen? Ein Stream. Lens. Okay, ich hab beide einen Stream-Chat reingeschickt, 2 weitere Streams. Nice, okay. Boah, ist ein Obkaski-Duo! Oh, er wollte mich zu einer Bitch machen, ich hab gesagt, das mach ich nicht. Er hat mir gesagt, er spielt diesen Kato Cup oder was das war mit Pink und danach spielen wir Cash Cup. Ne, Performance Cup war das. Und dann meinte ich ja, wie sieht's aus, spielen wir? Er sagt, spiel Cash Cup und Pink, danach schauen wir. Ich hab gesagt, so, na, I'm good, dann zu viel, Mann. Du bist echt so einer, der wirklich. Du willst dein Ego inspirieren. Anders. Wow, ich bin nicht seine Bitch und warte jeden Cup auf ihn. Die haben gewonnen. GG's, Chico Messi. Downstream. Echt? Ja. Ach, ja. Scheiße, Bro.
Der hat wirklich eine Prime nachgemacht, Digga. Wessen Prime? Danny's Prime. Guck mal, aber nicht jeder, der 8 Stunden am Tag Mindestlohn arbeiten geht, kann sich Urlaub leisten. Da hast du auch recht und ich sag dir, Digga, die Verteilung in Deutschland ist eh oder allgemein eh immer beschissen. Ja genau, und deswegen sage ich aber auch, das Schönste, was man sich holen kann, wenn man Geld viel Geld verdient, ist Urlaub. Ja, sag ich genauso. Das meinte ich ja, das war meine Aussage. Ja. Cobra, danke für 45. Chatto, wenn ihr solche Talks, by the way, gerade hört, ne, lasst sowas Real Talk eure Motivation sein. Ja. Meine größte Motivation war mit, ich schwöre so. Lass doch eh die mit auf. Und andere so zum Beispiel auch. Lasst sowas wirklich eure Motivation sein, so. Alter. Dass ihr sowas. Oh, Pickaxe! Oh, vergesstellt. Guck mal, er hat doch nur 3 Schuss Tag drin. Können die doch. Yassin! Leerzeichen! Alter, hat er lange gebraucht. Und dann sowas. Der ist tot. Der ist so doll tot. Und sowas braucht gar nicht, oder? Uah! Digga, dass er überhaupt so lange noch überlebt hat, ne? Mann, gerade noch live. Alter, Len schon wieder auf Highground. Das war der, den du aufmachen solltest, by the way. Fällt mir gerade wieder auf. Ja. Oh, Len, ja. Ich hab gesagt. Ja. Die aber, ja, als Felix gestorben ist, war der schon tot in seinem Stream. Der hat keinen Delay, glaube ich. Oh. Oh, Trist, der Trollt, ne? Oh. Okay. Wie stirbt sein Mate aber nicht? Das ist ein 1v1v1. Nein, wie scheiße! Ich hätte niemals das Messgerät da gepoppt. Ach du Kacke. Niemals. Alter, und der gewinnt. Ach du Kacke. Standings sind over. Es wurden nur 5 Runden gespielt anstelle von 6, weil es irgendeinen Bug gab. Tini und Chico, auch mit CH, haben das Ding gewonnen. Die haben das nach 3 Runden eigentlich schon geritzt gehabt, das Ganze. 208 Punkte mit Preda gewonnen. Das heißt, Tini und Chico haben $10.000 mitgenommen. Auf diese ganz lockere und ganz entspannte Art und Weise. Predagomon, das sind seine größten Earnings auf einmal. Das sind 2.700, glaube ich. Vico und Flichi. Oh, schade. Heute in Anführungsstrichen nur Top 7. Für die ist es auf jeden Fall schon schlecht. Basoki 11. No Rally 27. Ja, nimmt trotzdem Earnings mit. Swizzy und Vanyak nehmen so gerade Earnings mit. Akon und Neom so auch. Clément nimmt keine mit. Und die Deutschen nehmen auch keine mit. Okay. Sie kennt schwarz-weiß. Ich sehe alles nur in Farben, nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen. Sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen, nie mehr Hard Times.